Guten Tag, wir treffen heute den Oberbürgermeisterkandidaten der Wiesbadener CDU, Eberhard Seitenstücker. Er hat sich einen Ort ausgesucht, an dem aus seiner Sicht dringend etwas passieren muss, in dem in Zukunft in Wiesbaden Wichtiges geschehen wird. Eberhard Seitenstücker, wo sind wir und warum? Wir sind hier auf der Rheinhöhe, dem Sportplatz, ausgemachten Sportplatz, der dazu geeignet ist, viele neue Sportstätten in Wiesbaden zu bauen. Dort gibt es auch konkrete Planungen. Ich denke da zum Beispiel auch den Platz, den wir im Hintergrund sehen, ist immer noch einer der letzten Hartkantplätze. Wir haben eine Sporthalle, die abgängig ist hier im Hintergrund. Wir haben eine Rollschuhbahn. Ich würde mir vorstellen oder wünschen, dass wir dort also recht zügig diesen Gedanken oder diese Vision Sportplatz Rheinhöhe umsetzen, was da heißt, dass wir eine wettbewerbsfähige Schwimmhalle bekommen, auch mit einem Familienbereich und natürlich auch eine Halle für den Eissport, der sonst bei uns hier trotz Spitzenleistung im hessischen Kader eigentlich nur in den Wintermonaten bespielt bzw. befahrbar ist. Daraus hört man jetzt auch schon heraus, wie bei den meisten Kandidaten auch, den Zuschnitt, dass der Oberbürgermeister auch Sportdezernent ist, wollen Sie auch beibehalten? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das muss dort angesiedelt bleiben, hat ja auch eine gute Tradition die letzten Wahlperioden gehabt. Und ich denke mal, das war bisher auch kein Fehler, dass der Oberbürgermeister sich dort um die Sporttreibenden hier kümmert. Es sind immerhin 60.000 in der Zahl. Jetzt ist der Sportpark Rheinhöhe ein Projekt, das Sven Gehrig angestoßen hat. Was hat denn der Oberbürgermeister, der bisherige und auch aktuelle Oberbürgermeister, gut gemacht in seiner Amtszeit? Na gut, er hat jetzt auch mit den Gremien dafür gesorgt, dass viele Kantplätze noch umgebaut worden sind, diese alten Hartplätze. Mithin auch die Renovierung der bestehenden Kunstrasenplätze und auch die Umwandlung der Hartplätze in die Kunstrasenplätze hat er ja schon Gestalt angenommen. Und das würde ich auch ganz gerne fortführen, bis auch der letzte Hartplatz hier in Wiesbaden verschwunden ist. Das macht nämlich als Zuschauer keinen Spaß und als Spieler auch nicht, wenn man eine Staublunge anschließend hat. Da bin ich sofort das bei. Das denke ich mir. Ja. Woran würden Sie denn noch anknüpfen wollen, was Sven Gehrig in den vergangenen 6 Jahren gemacht hat, außerhalb des Sports? Außerhalb des Sports ist mir ganz, ganz wichtig, das Ehrenamt zu fördern, was natürlich auch wieder auf den Sport zurückgreift. Wir haben unglaublich viele freiwillige Helfer, ehrenamtliche Helfer in den Vereinen, in den Trainern und dergleichen mehr. Ich glaube, einen besseren Kit für die Gesellschaft können wir nicht herkriegen, als das Ehrenamt wertzuschätzen, dementsprechend auch auszustatten, unterstützend als Stadt hineinzuwirken. Da können wir eine ganze Menge machen. Es gibt da auch ganz, ganz viele Dinge, die wir da im Einzelnen noch besprechen müssen. Das ist mir eine ganze große Menge wert und auch jede Diskussion. An welchen Stellschrauben würde der Oberbürgermeister Eberhard Seitenstücker noch drehen ab Mitte Juni? Ja, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Also eine Stellschraube wäre für mich zum Beispiel die Wirtschaftsförderung. Das liegt mir ganz doll am Herzen, weil die Wirtschaft, das ist das, was wir als Einnahmesituation ja hauptsächlich auch haben oder im großen Bereich für Gewerbesteuer, für diese ganzen Objekte, die wir jetzt vorhaben. Das kostet alles eine ganze Menge Geld. Ob das der ÖPNV ist, ob das die Versorgung ist in sozialen Bereichen, ob das hier auch das Ehrenamt zu stützen, Sportstättenausbau, dazu Schulen, Kindergärten, unglaublich viel. Material an Mitteln vonnöten, das kriegen wir natürlich nicht irgendwo aus der Luft gesaugt, sondern da müssen wir schon nacharbeiten. Wir haben eine, meiner Ansicht nach, sehr verbesserungswürdige Wirtschaftspolitik hier. Wir müssten anfangen, mit unseren Gewerbeansiedelnden anständig umzugehen, wenn wir ihnen Zusagen machen, jawohl, du kannst hier ansiedeln, unter der Voraussetzung, dass wir die dann am Ende auch durchhalten. Es gibt da genug Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Was muss getan werden, um die Wiesbadener Innenstadt attraktiver zu machen? Also zunächst mal ist ja das Erscheinungsbild immer etwas, was einem lockt. Das Angebot an, ja, das Sortiment, was kann man dort kaufen, was kann man dort erwerben und vielleicht auch die Belebung in Hinsicht auf Events. Ich denke da an ganz viele Dinge. Wir haben die Winterstub, das ist jetzt nochmal so beispielhaft. Das ist so mal so ein Signal, da geht man gerne mit einem Ziel, da steht ein riesengroßes Riesenrad, dort ist was aufgebaut, da ist Leben, da ist Interaktion, Miteinander mit den Menschen. Ein weiteres denke ich zum Beispiel auch an mein heißgeliebtes Valhalla, wenn dort endlich wieder Kultur stattfinden könnte, was ich übrigens auch zur Chefsache machen wollte. Und Kultur und ein gewisses Angebot stattfindet, um da gerade diese Bereiche zu beleben. Wie ist die Position von Eberhard Seitenstücker zur Citybahn? Zur Citybahn, da sage ich Folgendes. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt einen schienengebundenen Bahnverkehr brauchen. Es gibt dazu auch Alternativen, die ohne die Oberleitung, ohne diese Schiene zurande kommen. Das kann man machen. In München wird das gerade getestet. Die Citybahn als schienengebundener Verkehr, ich weise extra darauf hin und sage das ausdrücklich, sehe ich momentan sehr skeptisch. Das heißt, wenn Sie sagen, eher skeptisch, ist das eine andere Position als die CDU-Fraktion im Rathaus. Die Partei ist ja auch eher skeptisch, die Fraktion quasi vorbehaltlos dafür. Das ist so eine Spannung in der CDU. Das ist wohl wahr. Aber ich sag mal, ich bin, glaube ich, so ein bisschen der Pragmatiker. Und ich
macht das an verschiedenen Dingen fest, ob die Citybahn das Allheilmittel ist. Das kann funktionieren, sie kann ein Teil sein, aber ich sage nochmal, wir reden hier dann immer von einem schienengebundenen Verkehr. Und wir haben Alternativen und die sollten wir nutzen. Wie erleben Sie im Wahlkampf die Spannung zwischen Fraktion und Partei? Also da muss ich sagen, die erlebe ich momentan ehrlich gesagt nicht. Wir haben natürlich kontroverse Themen, Sie haben es gerade angeschnitten, also Citybahn, da gibt die Partei, hat ein anderes Bild als die Fraktion. Aber nicht so, dass man sich darüber jetzt streitet bis aufs Blut, das ist mir fremd oder das hätte ich jetzt das erste Mal noch zu hören. Selbstverständlich gibt es verschiedene Positionen zu verschiedenen Sachverhalten, das haben sie aber in jeder Familie, in jedem Verein, in jedem Club, so ist das natürlich auch in einer Partei. Hängt denn noch was nach von dem holprigen Start? Ihre Intronisierung lief nicht reibungslos, es gab ziemliches Hickhack mit dem Parteivorsitzenden um die Kandidatensuche, was ist davon noch zu spüren? Also ich muss tatsächlich sagen, da hatte ich anfangs so ein bisschen Bedenken, weil es ja nur auch Grimmen und Bauchgrimmen gab. Man hat auch also schon gesagt, naja, wir wissen nicht, ob wir das da so alles mittragen. Momentan spüre ich davon nichts, 0,0. Die gesamte Partei und auch die Fraktion, alle, die da sind, unterstützen mich da also wirklich in vorbildlicher Art und Weise. Ich sehe da keinen Mangel und ich behaupte jetzt mal, an dieser Stelle würde ich das so bewerten, als denn der ursprüngliche Groll oder vielleicht der Zweifel komplett ausgeräumt ist. Worauf läuft es denn am Ende hinaus, Herr Seidensticker? Mit wem gehen Sie in die Stichwahl? Ja, also meine Kristallkugel ist gerade kaputt, die ist beim Uhrmacher. Ich gehe davon aus, dass einer der beiden großen Parteien, also entweder Grün oder Rot, SPD mit Herrn Mende oder die Bündnis 90 Grünen mit Frau Hinninge mit mir in die Stichwahl geht. Es gibt keine Umfragen und leider auch keine Prognosen. Welche Prozentzahl soll denn bei Ihnen am Ende stehen? Meine Zahl, tja, das ist so wie 6 aus 38. Wenn wir 35% bekommen, da kann ich mich, glaube ich, schon wohlfühlen. Weil ich kann mir vorstellen, also es ist so das für mich das arithmetisch ermittelte Mögliche. Das wäre schon eine tolle Sache. Dann warten wir gespannt auf den Wahlsonntag. Danke Ihnen für das nette Gespräch. Ich danke.